Einen schönen guten Abend wünsche ich. Ich bin live. Ich hoffe, ihr macht mit. Wie schon angekündigt, wie auch schon letzte Woche und vorletzte Woche, ihr Zuschauer dürft entscheiden, was wir heute spielen. Hallo Valnaris, hühu. Schön, dass du reinschaust. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich dieses Chatfenster immer, das ist aber nett, ob ich dieses Chatfenster hier vielleicht ein bisschen aufmotzen sollte. Aber nicht jetzt. Sag Valnaris. Wie sieht's aus? Bin ich noch wach? Ja, okay, das ist das Argument. Die Frage ist, was wir heute spielen. Ein Kollege von mir wünscht sich, dass wir bei Pokémon weitermachen, wo wir letzte Woche angefangen haben. Ich habe ihm aber gesagt, der erste Zuschauer darf aussuchen. Wenn er nicht da ist, hat er Pech gehabt. Meistens pennst du. Ja, in der Frühschicht wäre ich um die Zeit auch schon im Bett. Aber ich habe jetzt Urlaub, da interessiert mich das nicht. So, wie gesagt, falls du jetzt einen Wunsch haben solltest, dann wünsch dir was, wenn ich ihn erfüllen kann. Du hättest sogar Frühschicht. Ich hätte jetzt Spätschicht. Normalerweise würde ich jetzt noch arbeiten. Bis... Naja, gut 4 Stunden noch. Octo-Travel? Das könnten wir schon machen. Erster oder zweiter Teil? Zweiter Teil wäre nämlich eigentlich Samstag. Und ich fürchte, ich muss noch leveln vorher. Ich meine, wir können jetzt auch eine Level-Session einbauen. Das ginge schon. Erstes habe ich durch, aber ich habe einen zweiten Playthrough angefangen vor einer Weile. Und da bin ich noch mittendrin. Dann eins. Dann musst du mir nur eine Sekunde Zeit geben, damit ich das Spiel holen kann. Ne? Gut, dann nehmen wir das. Ich hole es nur kurz und bereite vor, ja? Eine Sekunde. So, dann gucken wir mal, wo wir stehen geblieben sind. Es ist jetzt schon eine Weile her, dass wir das erste gespielt haben.
Das ist echt eine Weile her. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir waren. Das letzte Mal gespielt haben wir es. März, April, sowas? Wie geht's dir denn so? Überstehst du den Winter? Süße Miets. Aber ich glaube, ich mag das Intro vom zweiten Teil lieber. Oh, die ganzen alten Charaktere. Ich habe auf der 4 gespeichert. Warum das denn? Krankenbett. Oh no. Dann eine gute Besserung. So, wo sind wir stehen geblieben? Kapitel 4. Kapitel 4. Kapitel 3. Die Woche zu Hause. Ja, ruh dich aus. Kapitel 3. Das heißt, wir haben Primrose und Cyrus noch zu machen. Das mit dem Zoom ging hier auch schon. Okay. Also, wir sind irgendwo. Wo sind wir denn? Cyrus oder Primrose? Cyrus? Ich habe nicht mal beide zum Leveln dabei. Ist voll klarer. Was mache ich hier? Warum bin ich hier? Also, kurz mal Primrose. Jo, mach mal. Was hatten wir? Bei Prim ist klar, was als nächstes ansteht. Mal gucken, ob. Memoir. Hey, Mick. Hi, hi. Meine Erfahrung, ich habe ein Bad End rausgeholt. Ich habe ein paar sehr tödliche Entscheidungen herbeigeführt. Es war eine Katastrophe. Arigato. Oh, dieses Synchro. Oh, die habe ich ja lange nicht gehört. Bad Head beim 12er? Gab es da verschiedene Enden? Ja, Bad End. Ich weiß nicht. Irgendwie hat eins zum anderen geführt. Ich hatte so einen schlechten Lauf dann. Das. Ach, bei X2 jetzt. Gab es da echt zwei Enden? Ich weiß das schon gar nicht mehr. Es ist so lange her, dass ich. Ja, hab schon verstanden. Ja, ich stehe manchmal auf der Leitung. Ich bin nur gerade überlegen, habe ich das 10er gespielt? Ich bin mir nicht sicher. Aber 10-2 bestimmt nicht. Aber da gibt es auch verschiedene. Seelenmesse. Schlechtes und Gutes. Ich muss sagen, dass ich auch nicht viel Final Fantasy gespielt habe in meinem Leben. Wirklich nicht viel. Ah, da, da, da. So kommen wir gut fährt. Stopp. Vorwärts. Noch ein Seelenmesser? Okay. Für
Ältere Verbündete der Gerechtigkeit. Okay. Könntest du streamen? Das wäre aber so ein Langzeitprojekt, bei dem ich nicht oft anwesend wäre. Ich glaube, das lohnt sich nicht. Ich habe aktuell noch so viele Serien zum Schauen. Ich komme zu so, ja, nicht wirklich vorwärts. Wo leuchtet das? Habe ich mir das jetzt... 10, 10, 2. Verwendung von Text... Oh Gott, wer hat das? Das ist sehr lieb gemeint, aber ich glaube, das lohnt sich wirklich nicht. Mondklinge. Das war so Sailor Moon, oder? Ah, Bahamut. Ich hab's dir gesagt, du bist zu spät. Münzbeutel. Ach, was mache ich denn? Ach, das war ja damals noch... Stimmt, das war ja noch ein bisschen anders. Warum habe ich davon keinen Sinn? Kommt noch? Bahamut, lass die schmutzigen Witze. Unwiderstehliche Verfügung. Hm. Ah, schade. Cyrus. Wir brauchen Prim. Ach, zwei. Oh, wir haben sogar das gute Level. Da hättest Bock drauf. Also, ich hindere dich nicht am Spielen. So, wir können eigentlich direkt loslegen. Scheinbar wollte ich die anderen erst noch hochleveln. Wie mir scheint. Ah. Ist nicht optimal, aber... Erst nächstes Jahr. Ja, okay. Verstehe ich. Ganz ehrlich, wenn einem ein Spiel Spaß macht, dann ist doch da nichts Verkehrtes dabei. Ich hab's auch solche Phasen. Final Fantasy... Ja, gut. Das sind halt alles so lange, langwierige Spiele, ne? Na gut, also, Prim. Wir sind in der richtigen Stadt. Ausgehen, Nuckel. Ach, jetzt. Okay. Auf dem. Auf seinem Sterbebot. Gut. Na, wollen wir mal. Was bisher geschah. In Stillschnee kommt Primrose zum ersten Mal in den Genuss der Rache. Dort bringt sie den linken Flügel der Krähe zur Strecke. Indem sie ihm den Dolch mit dem eingravierten Familienmotto tief in die Brust treibt. Möge der Glaube dein Schild sein. Diese Worte hatten sie immer begleitet. Jetzt sind noch zwei übrig. Der Mann mit dem Zeichen am rechten Arm und der Mann mit dem Zeichen am Hals.
Geht nach Edelhof, sagte man ihr. Dort werdet ihr die Wahrheit finden. Aber wird diese Wahrheit ihr Frieden und oder nur noch mehr Schmerz bringen? Und so kehrt Primrose nach vielen Jahren nach Hause zurück. Final Fantasy 7. Also, ich habe vom Remake nur indirekt Kram mitbekommen. Aber allein die Tatsache, dass die das so aufspalten und für jeden Teil so viel Geld verlangen, ich finde das eine Frechheit. Ja, aber wenn du das hast, dann weißt du, dass... Ich hab's nie gespielt, ja? Ich hab's nie gespielt, aber ich habe von jemandem das mitbekommen, der darüber geredet hat. Wenn das Remake nicht mal annähernd CD1 füllt von früher, sondern irgendwie nur ein Viertel oder was von einer CD, ich wäre das Geld, das wäre mir nicht wert. Das kann noch so hübsch sein. Ja, so, ich meine, es gibt immer Fans, die kaufen alles, genauso wie bei Pokémon. Ist genau dasselbe. Nur, dass Pokémon schlechtere Grafik hat heutzutage. aber das Geld, das ist doch nicht wert. Da kaufe ich mir doch lieber das Original für die PS1, 2. Ich glaube, es war die 1er. Da habe ich ja 4 CDs. Wir können ja mal spaßeshalber kurz gucken. Nein, kann ich nicht. Ich kann nichts eintippen. Für die 1er, ja. Aber ich glaube nicht, dass das die originale Version mehr als, ich habe keine Ahnung, 120 kostet, wenn man das mal zusammenrechnet. Meinst du pro CD, Mick? Ich glaube trotzdem, dass das nicht lohnenswert ist. Wie lange ist das schon her? Ich hätte mir nie träumen lassen, wieder nach Hause zurückzukehren. Ich meine die Spielzeit. Die Spielzeit. Es sagte, ich will hier die Wahrheit finden. Aber welche Wahrheit? Zwei weitere Männer, die das Zeichen der Krähe tragen. Ich muss sie finden und meine Suche beginnt hier. Das 13er. Bist du sicher? Vom 13er habe ich eine Spielstunde, also ich kann dazu nicht viel sagen. Ich hatte es mal, aber es ist wieder... Wohl haben wir wieder verkauft. Hatte das echt so viele CDs? Seht nur, diese junge Dame, könnte das etwa... Ja. Aber es kann doch gar nicht sein. Das Haus Eselhardt besteht nur noch aus Erinnerungen. Fräulein Primrose? Absurd. An allen Geistern sollte man nicht festhalten. An alten Geistern sollte man nicht festhalten. Hier und jetzt ist genug los, oder etwa nicht? Ja, ja. Xbox 360, hatten wir auch mal kurze Zeit. Aber ich kann mich gerade nicht erinnern, wie viele CDs da drin waren. Ich weiß, dass ich den Soundtrack noch habe. Den habe ich mir rausgeklappt. Was ist denn da los? Schatz, bitte. Ach, bitte öffne deine Augen. Du darfst nicht tot sein. Ach, was für eine Schande. Gerade als dein Geschäft gut lief und er sich einen Namen gemacht hatte.
Gerüchten zufolge hat sein Unmut über den Fürsten etwas zu laut kundgetan, wenn ihr versteht, was ich meine. Jo, mach das. Gute Besserung. Deshalb halte ich lieber den Mund. Sonst lande ich noch ebenso tot in der Gosse wie dieses arme Sau. 3 bis 4 CDs. Beim 13er war halt das Problem mit dieser schlauchartigen Erzählweise, ne? Mord? Ein Mord ausgerechnet in dieser Stadt? Sehr viel aufgearbeitet. Ich habe aber gehört, dass die Texturen, als es frisch erschienen ist, recht mau gewesen sein sollen. Wiegt das den Preis auf? Als ich ein kleines Mädchen war, sorgte mein Vater zusammen mit der Stadtwache für den Frieden in der Stadt. Was ist bloß aus diesem Ort geworden? Ich kann mir kein wirkliches Urteil bilden. Ich gebe nur wieder, was andere Leute sagen. Aber wenn es wirklich so ist, dann ist es einfach unverschämt. Bewegung! Aus dem Weg, ihr nichtsnutzigen Maulhelden! Nett. Ui. Wir sind auf ausdrücklichen Befehl des Fürsten hier. Hm? Macht Platz, sonst wandert ihr wegen Behinderung der Ermittlungen hinter Gitter. Spießer. Die Wachen des Fürsten übernehmen die Ermittlungen? Wo ist die Stadtwache? Ich kenne diesen Mann. Er war einer der engsten Vertrauten meines Vaters. Revello Forsyth, stellvertretender Kommandant der Stadtwache. Zumindest war er das damals. Sie hat gute Augen. Er ist also vom Zorn der Krähe verschont geblieben. Ein Rabe aus Stillschnee, Herr. Ich fürchte, es gibt schlechte Nachrichten. Du hattest es direkt zur Release. Also, was ich mitbekommen habe, angeblich gibt es irgendwo ein Gebiet mit Türen, bei denen die Texturen nicht ordentlich geladen haben. Aber frag mich jetzt nicht nach den Details. Oder du hattest Glück. Das kann auch sein. Meister Rufus lebt nicht mehr. Der Name alleine. Der linke Flügel ist also gestutzt worden. Und das Aselheart-Mädchen ist für diese Tat verantwortlich. Also lebt sie noch immer. Ich frag mich ja, warum dieser Raum so komisch eingerichtet ist. Nichts steht in der Mitte. Ha, das wird sie nicht mehr lange. Die Linie der Aselhearts endet hier. Nicht. Das weiß ich zu verhindern. Fräulein Primrose? Primrose. Seid ihr es wirklich, Fräulein Primrose? Diese Stimme kenne ich doch. Oh, ich bin es jetzt schon so gewohnt vom zweiten Teil, dass immer synchro läuft. Mei, oh mei, oh mei. Es ist schon eine Ewigkeit her. Ja. Ich wusste es. Ihr seid hübscher geworden, als ich es mir jemals hätte trauen lassen, Fräulein Primrose. Simeon. Wo bist du all die Jahre gewesen? Jedenfalls nicht hier. Sehe ich da einen Rotschimmer auf ihren Wangen?
Ihr wisst doch, dass ich dieser spießigen alten Stadt schon immer so schnell und so weit wie möglich entfliehen wollte. Also zog ich los, um das Reich zu erkunden. Doch gleichgültig, wie weit ich reiste, der Schmerz, euch verloren zu haben, ließ mich nie los. Heute verdiene ich mein Geld als eine Art Bühnenautor. Ich schreibe Dramen fürs Theater, die Oper und dergleichen. Du konntest schon immer sehr gut mit Worten umgehen. Damals schwor ich, niemals hierher zurückzukehren. Doch eines Tages verspürte ich eine merkwürdige Sehnsucht. Und kaum hier bin ich auch schon wieder mit euch vereint. Das Schicksal ist eine mysteriöse Sache, nicht wahr? Doch genug über mich. Primrose, wo seid ihr all die Jahre gewesen? Was soll ich ihm nur sagen? Ich könnte nicht sagen, was seine Erinnerung an mich nicht auf immer beflecken würde. Es tut mir leid. Ich war wohl zu direkt. Ihr müsst mir nicht antworten. Abgesehen davon kann ich mir auch ohne Worte nur zu gut vorstellen, dass das Leben es nicht gut mit euch gemeint hat. Und obwohl euch die harten Umstände nur noch hübscher gemacht haben. Schmerzt es mich, dass ihr sie erleiden musstet. Chimions Worte wecken in Primrose ein Gefühl, das sie seit Jahren nicht mehr erlebt hatte. Zum ersten Mal überhaupt verspürte sie in ihrem Herzen ein wenig Frieden. Du bist zu freundlich zu mir, Chimion. Hey, was lungert ihr zwei dort so herum? Das sieht nach Ärger aus, den ich lieber vermeiden will. Hallo, Katze. Kommt, meine Herren, gehen wir irgendwo hin, wo wir ungestört reden können. Ja, ja, die Liebe. Dich wiederzusehen weckt so viele Erinnerungen in mir. Erinnerungen an meine Kindheit in dieser Stadt. Ich konnte nie verstehen, warum mein Vater so streng mit mir war. Ständig lief ich in den Garten, um zu weinen. Wo ich euch traf und eine Entschuldigung dafür fand, meine Pflichten als Gärtnerlehrling zu vernachlässigen. Ich wollte nichts anderes mehr, als Zeit mit euch zu verbringen, wollte Teil eurer Welt sein. Kleine Herrin, warum weint ihr so? Wie bitte? Wir wurden einfach voneinander angezogen, wie Bienen und vom Nektar der duftenden Blüten. Das war schon ein Altersunterschied dazwischen, ne? Du hast mir immer Gedichte geschrieben. Deine Worte, deine Lieder haben mir Trost gespendet. In der düsteren Zeit nach dem Verlust meines Vaters hast du sie oft für mich gesungen, wieder und wieder. Um die Wahrheit zu sagen, Primrose, habe ich diese Stadt verlassen, um euch zu suchen. Wie oft habe ich versucht, euch zu vergessen oder zu akzeptieren, dass ihr fort wart. Doch kamen mir immer wieder die Gedichte in den Sinn, die ich für euch geschrieben hatte.
Könnt ihr mir verzeihen, Primrose? Es gibt nichts zu verzeihen. Das ist alles sehr lange her. Auch ich habe diese Tage hinter mir gelassen. Ich habe meinen eigenen Grund gefunden, der mich vorantreibt. Und wenn der Mond sich füllt und das Dunkel erhellt und Sterne weit entfernt vom Kummer auf der Erde glitzern, kann endlich sanfter Schlaf dich zart umfangen. Die Augen geschlossen auf den Lippen, ein stilles Gebet und der sehnsüchtige Traum von einem Wiedersehen. Gereimt hat sich das jetzt aber nicht so unbedingt. Und dann kehrte Stille ein. In diesem Moment gab es nichts, was Worte vermitteln könnten. Fräulein Primrose, ich habe vor, eine Weile in der Stadt zu bleiben. Ich habe mir selbst noch nicht verziehen. Zu wissen, dass ich nicht mehr für euch tun konnte, quält mich. Wenn es etwas gibt, mit dem ich euch dienen kann, sagt es mir, meine Herren, was auch immer es ist. Vielen Dank, Shimeon. Genug der Ablenkung. Ich muss die Männer mit dem Zeichen der Krähe finden. Aber wo soll ich anfangen? Das weiß ich auch nicht mehr. Oh. Also wurdet ihr hier geboren und aufgezogen. So ist es. Obwohl sich in 10 Jahren viel verändert hat. Die Menschen, die Stadt. Es sieht so aus, als hätte dieser Fürst, von dem man uns erzählte, viel damit zu tun. Ja, und nichts davon ist eine Veränderung zum Besseren. Dies war immer ein glücklicher Ort. Er war friedlich und wohlhabend. Mein Vater war ein strenger Mann, aber er wurde respektiert und geliebt. Ich will eure Stadt so gerne so sehen, wie sie einst war. Und ich würde sie euch nur zu gerne zeigen. Ich war stolz auf meine Heimat. Ah, Primrose. Ja, ne? Ach, Katze. So. Also, dann mal. Ade, Geoffrey. Ich werde zurückkehren. Was sehe ich da? Kann ich meinen Augen trauen? Eine Dame, seid ihr Geoffreys? Es ist zu lange her, Meister Forsythe. Viel, viel zu lange, das ist wahr. Wir wussten alle, dass ihr eine Schönheit werden würdet. Und dennoch habe ich das Gefühl, vor einer himmlischen Vision zu stehen. Es freut mich sehr, euch wohl aufzusehen, Fräulein Primrose. Und ich bin ebenso froh, dass ihr gesund und munter seid, Meister Forsythe. Das Alter hat meinen Rücken gekrümmt und meine Augen vernebelt, aber wenn ich euch so vor mir sehe, danke ich den Göttern für die Gnade eines langen Lebens. Ihr übertreibt es mit eurem Lob, guter Herr. Ich habe Geoffrey gerade einen Besuch abgestattet, so wie ich es ab und an zu tun pflege. Ihr solltet das gleiche tun, Fräulein Primrose. Lasst auch euren Vater sich in eurer Schönheit sonnen. Nein, noch nicht. Ich kann Vater nicht gegenübertreten. Noch nicht. Zuvor muss ich noch etwas erledigen. Es tut mir leid, das zu hören, meine Herren. Doch wo habt ihr euch all diese Jahre versteckt gehalten?
Es gibt ja viele, die euch mit Freude aufgenommen hätten. Ich war auf einer Art Reise, um die Wahrheit zu sagen. Folge ich meinem Durst nach Rache. Verzeiht mir, ich hatte keine Ahnung, dass ihr derart schlimme Zeiten durchmachen musstet. Ihr habt gut daran getan, durchzuhalten und zu uns zurückzukehren, Fräulein Primrose. Ich habe nur durchgehalten, weil ich musste. Ich muss die Wahrheit über den Tod meines Vaters herausfinden. Und mich an den Schurken rächen, die ihn mir genommen haben. Nee. Meister Forsythe, gibt es irgendwas, was ihr mir erzählen könnt? Auch ich habe eine Zeit lang nichts unversucht gelassen, um die Geheimnisse um die Mordung Fürst Jeffreys zu lüften. Doch letzten Endes wünschte ich mir, ich hätte es gelassen. Meine Herren, ich bitte euch dringend um höchste Vorsicht. Diese Sache wird euren sicheren Tod bedeuten, wenn ihr nicht mit Umsicht vorgeht. Ich bin bereit für alles, was kommen wir nun mal? Nun gut. Kommt mit mir, dann werde ich euch erzählen, was ich weiß. Ui. Ich bin zurück, Anna. Ich hab mich schon gefragt, wo du bleibst, Liebster. Bitte sag, wer ist diese Schönheit, die du mitgebracht hast? Fräulein Primrose? Meine Güte, aber ich wusste gar nicht. Und so eine wunderschöne, erwachsene Frau. Ach, bitte sag mir, dass das kein Traum ist. Dasselbe habe ich auch gedacht, meine Liebe. Bringst du uns bitte einen Tee? Und nachdem das all das geschehen war, verlagerte sich die Macht hier in Edelhof und zwar dramatisch. Unter Fürst Jeffreys Führung war das Haus Aeselhard das herausragendste unter allen Familien. In enger Zusammenarbeit mit der Stadtwache nahm er es auf sich, Frieden und Wohlbefinden der Bürger zu garantieren. Von Raub und Mord gab es damals keine Spur. Es waren bessere Zeiten. Wenngleich diejenigen, die Übels im Sinn hatten, sie vermutlich als erdrückend empfanden. Selber schon. Auf jeden Fall sind jene Zeiten des Friedens und der Sicherheit heute nur noch ein Traum. Im Chaos und der Unordnung, die dem Sturz des Hauses Aeselhard folgten, kam eine Gruppe Männer an die Macht. Sie nennen sich selbst die Obsidianer. Schon zu Lebzeiten des Vaters verdingten sich diese Männer als Verkäufer verbotener Tinkturen. Sie arbeiteten im Schatten, verborgen vor Jeffreys wachsamem Auge. Ein zwielichtiger Handel folgte dem anderen. So füllten sie ihre Kassen und schlossen Freundschaften mit den Mächtigen. Beeindruckt vom Einfluss ihres Geldes schloss sich den Schurken auch eine Vielzahl einstiger Gesetzestreuer an. Ein Mann namens Albus führte damals das Kommando der Stadtwache. Er war die rechte Hand von Fürst Jeffrey und der gerechteste und ehrenwerteste Mann, den ich je die Ehre hatte, kennenzulernen. Ach, Katze. Aber
Er war zu gut für diese Welt, daher wurde er aus ihr getilgt. Ermordet, wie mein Vater. Ihre Führung beraubt, brach die Stadtwache in sich zusammen. Und die Obsidianer ergriffen problemlos die Macht. Ich habe Jahre damit verbracht, der Korruption auf die Spur zu kommen und herauszufinden, zu wem sie führte und wohin das Blutgeld floss. Und am Ende stellte ich fest, dass ich einem Gegner gegenüberstand, der einfach zu teuflisch war. Mein Leben war schon unzählige Male bedroht. Zwei unermüdliche Begleiter, die mir bei der Suche nach der Wahrheit zur Seite standen, fanden ein schreckliches Ende. Ehre und Gerechtigkeit sind hier vor langer Zeit gestorben und werden wohl niemals zurückkehren. Inzwischen bin ich ein alter Mann und dieser Kampf erschöpft mich mehr und mehr. Ich bin nur ein unbedeutender Landbesitzer ohne nennenswerten Einfluss. Lediglich Blumen kann ich noch an Schöffels Grab bringen. Mehr kann ich nicht mehr für ihn tun. Oder für euch. Und daher bitte ich euch, Fräulein Primrose, verlasst diesen Ort. Glaubt mir, meine Herren, wäre euer Vater hier, würde er dasselbe raten. Davon bin ich nicht überzeugt, Meister Forsythe. Wäre mein Vater hier, dann würde er dies sagen. Möge der Glaube dein Schild sein. Vielleicht habt ihr recht. Vielleicht habe ich meine Erinnerungen an Geoffrey verdrängt, um mich von der Last meiner eigenen Feigheit zu befreien. Verzeiht mir, meine Herren, meine Schande ist grenzenlos. Ich weiß, wo diese Schurken sich ihr Versteck eingerichtet haben. Ich werde euch dorthin bringen. Ich erwarte euch hier, meine Herren, bis ihr bereit zum Aufbruch seid. Oh, ich habe die Katze gehört. Ehre. Sagt mir, Olberic, was bedeutet Ehre für euch? Primrose. Eine einfache Frage, auf die es aber keine einfache Antwort gibt. Für mich bedeutet es, andere mit meinem Schwert zu schützen. Mehr kann ich nicht anbieten. Manchmal glaube ich, ihr seid bescheidener, als gut für euch ist. So ehrgeizig unsere Ziele auch sein mögen, am Ende können wir nur tun, was in unserer Macht steht. Es ist also besser, das Beste aus unseren Fähigkeiten zu machen, als immer nur von Höherem zu träumen. Gut gesagt. Das ist es, was ich versuche, besser zu werden und mehr tun zu können. Vor allem, seit ich euch getroffen habe. Ihr seid ein wahrer Quell der Inspiration für mich. Oh je, ich hoffe, ich werde nicht wieder rot. Ich mag Olberic. Ich mag ihn wirklich. Zeit, uns Zutritt zum Anwesen zu verschaffen. Ja. Denkt ihr, ihr könnt es schaffen? Firion. Ob ich kann oder nicht, ist ohne Bedeutung. Tatsache ist, ich muss es schaffen. Ich habe mehr als einmal ans Aufgeben gedacht. Ich habe mir vorgestellt, einem anderen Weg zu folgen. Aber jedes Mal musste ich einsehen, dass ich mir nicht vorstellen kann, wie dann die Zukunft aussehe. In Ordnung. Wenn ihr mich also davon abbringen wollt, dort hineinzugehen und meinen Vater zu rächen, darum geht es nicht. Ich weiß nur, wie leicht man alles verderben kann, wenn man keinen kühlen Kopf bewahrt. Aber lasst euch dort drin nicht aus der Ruhe bringen. Besonnen bleiben. Ich werde daran denken. Ach, Katze. Also, sind wir denn aufbruchbereit? Ich hoffe. Jäger, Gelehrter, Tänzer. Nehmen wir noch
Händler oder Apotheker? Ich bin eigentlich eher von Apotheker. Wie viel haben wir denn? TG. Das hat wehgetan. So, also. Würde ich sagen, haben wir eine gute Mischung. Punkte können wir keine mehr verteilen. Bärenhackbeil. Okay. Ist halt auch nicht schlecht, wenn die GP höher sind. Aber ich lasse das jetzt so. Weiß ich das jetzt? Mach mal so. Ja, das brauchen wir jetzt nicht. Ach, Berik. Ich würde aber sagen, bevor wir in den nächsten Dungeon reingehen, werde ich erst noch kurz die Katzen füttern. Hier dauert das Speichern auch noch länger. Interessant. Abzocke. Pure Abzocke. Ich weiß jetzt nicht, wen ich am Team dabei habe. Aber, na gut. Ach, ja. Haben wir irgendwas? Scheinbar nicht.
Okay, also, wie gesagt. Ich werde kurz... Ich werde kurz die Katze füttern. Und dann machen wir weiter. Bis gleich. Dies ist das Versteck der Obsidianer. Vielen Dank, Meister Forsyth. Ab hier kann ich nicht für eure Sicherheit garantieren, meine Herren. Darum würde ich euch auch niemals bitten. Fräulein Primrose. Ihr habt vor, Jeffreys Tod zu rächen, richtig? Das habe ich. Seit jenem Tag ist keine Sekunde verstrichen, in der ich nicht daran gedacht habe, diese Schuld zu begleichen. Nun denn, in diesem Fall, Fräulein Primrose. Erlaubt mir bitte, euch zu begleiten. Auf meinem Herzen lastet schon lange dieselbe Reue. Schon so lange hatte ich die Hoffnung aufgegeben und meinen Weg aus den Augen verloren. Doch euch heute wiederzusehen, erhellt erneut, wie das Licht der Flamme, den Weg vor mir. Mir wird nun bewusst, dass ich, trotz allem, was ich über die Jahre gelernt habe, doch immer nichts über die wahre Tapferkeit weiß. Was? Sie nennt ihn mit Vornamen? Wenn der Glaube euer Schild ist, Fräulein Primrose, dann lasst mich das Schwert an eurer Seite sein.
Das Fräulein Eselhard verlangt nach euch. Ach, tut sie das? Wie freundlich von ihr, mir die Mühe zu ersparen. Ah, alles fügt sich so, wie der Hauptmann es vorher gesagt hat. Was mich daran erinnert, sollte er nicht bald zu uns stoßen. Was das betrifft, Herr, fürchte ich, hat es eine Planänderung gegeben. Er hat einen Raben geschickt. Offenbar gibt es ein paar Vorbereitungen, die er zuerst treffen möchte. Er hat schon immer einen Hang zum Dramatischen, nicht wahr? Herr? Zweifellos bereitet er eine eigene Begrüßung vor. Fräulein Eselhard. Wie schade, dass ihr das nicht mehr erleben werdet. Denn der rechte Flügel wird euch gleich hier das Leben nehmen. Keine Lust auf Begegnungen. Ich habe jetzt keinen Bock auf Training. No! So viel dazu. Das ist schlecht. Wie langsam das ist. Oh Gott! Ich bin jetzt so den zweiten Teil gewohnt. Was für ein Unterschied. Oh, bin ich froh, dass sie das eingeführt haben. Hallöche Giga! Wie geht's dir stets? Hätte es ruhig treffen dürfen. Das ist doch gut. Bei mir... Ja, geht schon. Ich hab mit einem Serien... Also eher besser gesagt... Anime-Marathon angefangen. Es ist anstrengend geworden. Ich kann das nicht mehr so wie früher. Hast du mitbekommen, heute gab es Warframe-Update. Welchen Anime? Welche? Ich habe Spy Family fertig, also zweite Staffel. Demon Slayer dritte Staffel. Was hab. Shield Hero auch dritte Staffel. Bist gerade on. Ja, da wünsche ich auch viel Spaß. Ein gewisser anderer ist natürlich auch schon im Spiel.
Horimiya habe ich heute angefangen. Ronkamonohashi werde ich dann morgen wahrscheinlich anfangen. Ich habe doch so viele Serien auf der Liste, dass ich gar nicht weiß, wann ich fertig werde. Du guckst nur. Ah. Ist ja okay. Ich habe auch noch nicht die große Lust zu... Ne? Werde ich die Tage irgendwann aktiv angehen. Ah, so meinst du. Oh, da unten ist eine Box. Da will ich jetzt aber nicht hinlaufen. Gibt's was Neues im Shop? Wahrscheinlich nichts, was ich mir leisten kann, aber... da ist eine Truhe. Da hinten ist ein Zimmer. Das sind zu viele Gegner. Geht. Klingt ja nicht sehr berauschend. No. No. Gibt's nicht? Ja, okay. Das ist halt. Ich finde auch sehr viel, was Optik angeht, nicht berauschend bei Warfire. Das ist. Weiß ich nicht. Nicht mein Fall. Oh, danke. Grausige Klaue. Mist wie. Ah, Menno. Ja. Ah, es läuft nicht gut mit diesem Nebel. Sechs Runden lang noch, wirst du mich veräppeln? Treffen, Therion. So wird das nichts. Es bringt halt nichts. Zwei sind nicht mehr benebelt. Wow. Das hört sich auch an. Triff. Treffen sieht anders aus. Okay. Hau auf hier mal. Danke. So. Schuhe, Dorefan.
Ah, das gibt's doch nicht. Das ist echt. Wow. Oh, wow. Prim schläft. Danke, Spiel. Ja. Es wird immer schlimmer. Auf mich hier. Danke. Fidia schläft. Prim schläft. Das ist nicht gut. Meine Beine heiler sind gefährdet. Fast. Ich hätte auf Heilung gehen müssen, ich Idiot. Danke. Sackgasse. No. Miri, nicht weinen. Tut so, als hätte sie zu wenig zum Essen bekommen. Was ist das denn für ein Vieh? Klebschnecke. Eigentlich müsste ich die XP mitnehmen. Aber ich habe gerade sowas von keine Lust. Speisesaal. Ich würde mich gern bis zum 10 fertig werden hier. Damit ich noch ein paar Folgen gucken kann. Nein! Verdammt. Ach komm schon. Bitte. Danke. Thank you.
Okay, Bossfight. Ihr seid ganz schön störrisch, was? Ihr Vater, so die Tochter. Ihr wart also diejenige, die den linken Flügel gestutzt hat. Und ihr seid der rechte Flügel. Zu lange habe ich auf diesen Tag gewartet. Dieser Mann ist... Nein, das kann nicht sein. Da habt ihr uns wirklich böse dran gekriegt, was? Der linke Flügel hatte die Aufgabe, unseren kleinen Freundeskreis zu pflegen und zu erweitern. Während ich für das Geld und die Macht sorgte. Wir waren ein tolles Gespann, wenn ich das so sagen darf. Nichts und niemand konnte uns in den Weg stellen. Und nun habt ihr alles verdorben. Habe ich das? Ich habe lediglich einen dreckigen Aasgeier aus dieser Welt entfernt. Eine Krähe weniger und unserem Reich geht es sogleich besser. Ihr seid kühn, das muss ich zugeben. Ah, aber offenbar habe ich heute noch einen weiteren Gast. Ist schon eine Weile her, alter Freund. Dann seid ihr es also wirklich. Fräulein Primrose, dies ist der Mann, der nach dem Mord an eurem Vater verschwand. Der Mann, von dem ich fürchtete, dass er tot sei. Albus, ich hatte euch immer für einen Mann von Ehre gehalten. Wie bitte? Ehre ist ja schön und gut, aber man kann sich nichts davon kaufen. Wie konnte ich nur so blind sein? Ihr seid es gewesen, der Joffrey an diese Schurken verraten hat. Er hat euch mehr als jedem anderen vertraut. Und ihr seid ihm in den Rücken gefallen, für einen Posten bei diesem gottverdammten Obsidiadern. Das ist mein Stellvertreter. Ein bisschen schwer vom Begriff, aber letzten Endes kapiert er es doch. Dieses Dorf war schon lange vor Joffrey Eisenharts Ende nur noch eine leere Hülle. Jeder, der auch nur annähernd bei Verstand war, wusste, dass die Obsidianer im Verborgenen die Fäden zogen. Ich habe lediglich mein Geld auf das Siegerpferd gesetzt. Eine einfache Geschäftsentscheidung. Fräulein Eisenhart, bis zum Tag seines Todes schwang euer Vater große Reden über Frieden und Ordnung. Er sprach von seinem vielgepriesenen Glauben und wie er die Stadt damit vor jeder Gefahr schützen wollte. Doch am Ende konnte er sich nicht einmal selbst retten. Und jetzt kündet nur noch ein Feld voll Grabsteine vom einst so stolzen Haus Eselhardt. Das zeigt nur, was der Glaube eines Narren wert ist. Verräterischer Mistkerl. Fürst Joffrey war tausendmal mehr Mann als ihr seid. Ihr werdet seinen Namen nicht länger beschmutzen. Meister Forsyth, es reicht. Aber vor allem Primrose. Die Zeit des Redens ist vorbei. Dieser Mann, sofern man ihn überhaupt als solchen bezeichnen kann, sollte keinen Augenblick länger leben. In euren Augen ist ein Feuer zu sehen, Mädchen. Ja, es erinnert mich an das Feuer in den Augen eures Vaters, bevor er sein Ende fand.
Ich bin Albus, stolzer Träger des Zeichens der Krähe. Kommt nur, Primrose, Esterhard. Ich werde dafür sorgen, dass euch dasselbe Schicksal ereilt wie euren geliebten Vater. Versuch's doch. Und wir dürfen sogar anfangen. Ist aber nett. Oh. Perfekt. Sehr gut. Das könnte eigentlich eine ganz gute Runde werden. Aber Schaden macht der, holy. Mich jede dritte Runde ungefähr. Hatte schon mal 6000 weniger. Acht Runden Gift, sehr schön. Lichtschwäche. Sehr schön. Hauen wir dem noch ein paar FP weg. Den hast du und ab. Brauchen wir gerade nicht. Wen hast du? Axt hat aber, glaube ich, keine Schwäche gemacht, ne? Hatte ich denn nichts? Oder zwei, auch okay. Angriff. Physische Verteidigung, Tempo. Physischer Angriff.
Schützen. Zehntausend. So mögen wir das. Er ist leider in der nächsten Runde schon wieder fit. Schade, schade. Katze? Was machst du hier? Ach, versuch mal's. Ach, Tiki. Hat ja nicht viel gebracht. Moment, hatte ich nicht. Aber 20 Punkte. Tschüss, Arbeiter. Come on. So. Ich riskiere es jetzt einfach. Kakugo wa ii ka? Du sollst treffen! Aua! Großes Aua! Als nächstes. Kann ich mal bitte mit diesem... What? Was war das gerade? Was war das denn gerade? Primas nächstes.
Let's go! Diese Blindheit hat mir jetzt echt wehgetan. Okay, kurze Verschnaufpause. Sehr schön. Magic. Wenn dieser Diener jetzt nicht da aufgetaucht wäre. Ah. No! Die Blindheit sitzt. Triff! Danke. Ophelia. Oh, Katze, gehst du mal bitte weg. Diese Blindheit, ne? Nein! Du sollst dich doch nicht selbst opfern, du... Oh! Ah! Ups! Ah, diese Blindheit, ne? Ah, das gibt's doch nicht. So hilft mir alles nix. Und das war der falsche. Oh. Das war das falsche. Ach du Heilige. Das hatte ich jetzt gar nicht machen wollen. Diese Blindheit, ich muss die loswerden. Aber das ist auch...
Es hat mir nie solche Probleme gemacht, ehrlich. Warum jetzt? Aua. Der lebt noch? Ich gebe nicht auf. Da können Sie mich mal. Ist ja nicht das erste Mal, dass es so knapp ist. Ach, schade. Hättest du nicht Schwäche haben können? Supreme. Perfekt. Es wird wieder. Punkte. Ja, das bringt viel. Schwein gehabt. Triff. Soll ich treffen? Oh, danke. Oh. Gottchen. Oh. Jetzt treffen sie wieder alle nicht. Wortwörtlich. Oh, wow. Können nicht mehr kämpfen. Oh, danke. Oh, danke. Kann ich mir das leisten? Könnte ich, wenn er leben würde. Ja, immerhin. Immerhin etwas. Oh, diese Blätter. Diese Blindheit. Ich
Komm! Nein! Ach komm schon! Danke! 1, 2, 3... Was Besseres habe ich nicht? Naja. Ich sehe gerade noch was anderes. Oh, Sieg! Das hat viel zu lang gedauert. 500 BP. LBB. Oh, zwei Gewänder? Okay. Und jetzt ist nur noch einer übrig. In ganz Edelhof gab es keinen gnadenloseren Krieger als ihn. Ihr habt wunderbar gekämpft, Primrose. Wo war er jetzt eigentlich die ganze Zeit, ha? Huh? Simeon. Ja, Primrose. Ah, Primrose. Schön, euch hier zu treffen. Was führt euch an diesen schrecklichen Ort? Ah, aber natürlich. Was das betrifft. Nun. Es gibt etwas, das ich euch einfach sagen muss. Was? Shimeon. Ach, es tut mir leid. Ich hatte gehört, dass ihr hier nach meinem Freund Ausschau haltet. Und wie heißt es doch so schön? Eine Krähe heckt der anderen kein Auge aus. Das Zeichen. Der Krähe. Aber warum? Verzeiht mir, Fräulein Primrose. Da ist etwas, das ich vergaß zu erwähnen. Das Oberhaupt der Obsidianer, die oberste Krähe und, ach ja, auch derjenige, der deinen lieben, lieben Vater tötete. Das war ich. Nein, das kann nicht sein. Bravo. Oh, bravo, Fräulein Primrose. Ich wusste, dass ihr Talent habt. Das war eine großartige Vorstellung, meine Liebe. Das Publikum ringt nach Luft. Am Ende findet sie den Schurken, den sie schon seit Jahren suchte. Und muss erkennen, dass er ihre wahre Liebe ist. Seht die Tränen, die sie weint, und das Blut, das sie vergießt, und bedauert sie. Ach, was für eine Tragödie. Das bewegt meine Seele zutiefst.
Leb wohl, meine arme, arme Geliebte. Fräulein Primrose? Chimion? Hm? Ja, was wollt ihr? Nee. Wo gehst du hin? Ah. Zur Arbeit. Wohin sonst? Die Hecken müssen getrennt werden. Wen interessiert der Garten? Möchtest du nicht bei mir bleiben? Ich verspüre tiefe Reue, wenn du bei mir bist. Tiefe Ruhe, wenn du bei mir bist. Möchtest du mir nicht eins deiner Gerichte vorlesen, bitte? Wie ihr wünscht, meine Herrin. Und lasst keinen Kummer in euer hübsches Herz. Ich werde immer über euch wachen. Vielen Dank. Wie das aus ihm geworden sein muss. War das alles nur ein Traum? Nein, das war kein Traum. Ach, dem Himmel sei Dank, ihr seid endlich wieder wach. Liebling, Liebling, komm schnell. Ach, Fräulein Primrose, ich hatte schon befürchtet, euch endgültig verloren zu haben. So ging es mir auch, meine Liebe. Oh, aber der Himmel kann so barmherzig sein. Tiki, was treibst du da? Meister Forsyth, ich... Ich habe 3 Tage und 3 Nächte geschlafen. Ich verstehe. Dieser schreckliche Mann. Dieser Chimion ist nirgends zu finden. Was hat er nur vor? Wie konnte er so etwas Furchtbares tun? Alles an ihm ist ein Geheimnis. Aber ich konnte einige seiner Lakaien zum Reden bewegen. Sie sagen, er sei unterwegs zur Dauerfeste in den Bergen südlich von hier. Ja, wie konnte er nur? Das wird übrigens der Endgegner, wenn ich mich richtig erinnere. Was er dort zu schaffen hat, kann ich nicht sagen. Ich verstehe. Ich wünschte, ich könnte euch dorthin begleiten, aber ich bin nicht mehr so jung wie einst und meine Frau braucht mich. Seid vorsichtig, mein liebes Kind, da findet ihr vielleicht die Antworten, die ihr sucht. Vielen Dank, Meister Forsyth. Tiki, huh? Willst du meine To-Do-Liste abarbeiten? Das würde mir sehr helfen. Das werde ich. Da könnt ihr sicher sein. Da, guck, da steht doch Steelpath drauf und Relikte farmen und so ein Kram. Hm, willst du das machen? Ja, willst du das machen? Primrose lässt Edelhof einmal mehr hinter sich. Es ist nicht mehr ihre Heimat. Aber immerhin scheint das Ziel nun einen Schritt näher zu sein. Mit nur noch einem Mann gilt es abzurechnen. Doch seit sie seine Identität kennt,
ist jeder ihrer Schritte schwer wie Blei. Ihre Rache wartet im Hochland, in der Stadt Dauerfeste auf sie. Ihre Reise geht weiter, wenn sie bereit ist, den Ausgang zu ertragen. Katze. Dann sind wir erstmal fertig hier. Wir haben ein Gewand bekommen. Obsidian-Gewand. Ist das relevant? Irgendwie nicht so recht. Überhaupt nicht. Na gut. Hast du den Controller berührt? Hm, macht dir das Angst? Da müssen wir noch ein bisschen sparen, aber... Das ist nicht so wichtig. Da fehlt nicht mehr viel. Wir könnten die Tänzerin loswerden. Und den Jäger eigentlich. Okay, das haben wir fertig. Das nicht fertig. Da fehlt noch was. Machen wir das den Krieger fertig. Das lassen wir. Das auch erstmal. Apotheker. Elfen war als Händler unterwegs. So. Okay. Okay. Ah, das Wichtige habe ich jetzt leider noch nicht freigeschaltet. Schade. So. Ich würde aber sagen, für heute machen wir dann Feierabend. Wie gesagt, ich muss noch die eine oder andere Episode diverser Serien anschauen. Mal schauen. Also morgen wird es keinen Stream geben, dafür am Freitag wieder. Freitag machen wir dann... bei The Isle weiter. Diesmal wirklich. Letzte Woche habe ich ja ein bisschen... Die Demo habe ich mir geholt. Highlancer. Aha. Aber was du findest, hängt davon ab, welchen Weg du wählst. Ha? These hills are awash with stories. Come to the sea by Beltane, he said. And I'm doing it. I'm coming. I must be off my trolley. Habe ich das gerade richtig gesehen? Da war ein verwundeter Soldat und sie fragte nach dem Weg? Was? Willkommen zum Weltraumprogramm. Besuche eine unterirdische Stadt, bevor sie im Schand untergeht.
Aha. Sagt mir auch nichts. Flüstern in den Wänden. Ja, die verraten ja viel. Der 55. Warframe. Wie soll man das da aussprechen? Quarfax? Hoher Strahlungsschaden mit aufgeladenen Schüssen. Ein Archgewehr. Aha. Aha. Neuer Waffentyp, Foliant. Ja, das hat mir Bahamut schon erzählt. Levelset. Unterirdische Labore. Uralte Necromex. Hä? Aha. Deluxe Skin? Naja. Alchemie? Auf das Wort reagiere ich automatisch. Attentat, jagt und vernichtet den Fragmentierten. Aha. Oh Gott. Nitrazellen? Das ist viel zu viel Zeug. Cross-Safe? Ah, das ist das. Wäre vielleicht nicht schlecht, wenn man unterwegs dann mal auf der Switch zum Beispiel spielen möchte. Bitte was? Accounts, die nach diesem Datum erstellt wurden, können zwar verknüpft werden, jedoch wird der Fortschritt und das Inventar nicht kombiniert. Was bringt das dann? Hä? Falsche Taste. Gibt's sonst noch was Interessantes? Dragon Quest Monsters. Aha. Steam World Build. Das habe ich, glaube ich, bei Steam gesehen. Nightwave, ja. Ha. Huh. Egal. Okay, wir machen Feierabend. Blup. Danke an dieser Stelle fürs Zugesehen haben. Also wie gesagt, morgen kein Stream. Freitag die Eil. Wir überleben. Versuchen als Dino zu überleben. Wir sind ja noch als Pteranodon unterwegs. Es wird schwierig, aber wir versuchen es. Und Samstag machen wir Octopath Traveler 2 weiter. Ciao, Igiga. Schönen Abend noch. Und Sonntag wieder Green Hell. Im Koop mit Rogue Agent Walner. Ne? Dementsprechend. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Eine gute Nacht. Darauf, dass die Woche schnell vergeht. Und dass wir uns bald wiedersehen. Ich würde mich freuen. Macht's es gut. Bis dahin. Bye bye.